Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute mit einer für mich sehr, sehr schwierigen Aufgabe bzw. mit keinem einfachen Review. Und zwar Tyler Grösch hat mich in den Kommentaren darum gebeten bzw. gefragt, ob ich nicht ein Video zur Panzerbüchse Boys machen könnte. Wie ihr wisst, entspricht das absolut nicht meinem Spielstil. Plus, ich möchte ja eigentlich diesen Spielstil auch nicht unterstützen. Trotzdem habe ich mich der Challenge angenommen und wollte auch einfach mal sehen, ist das Ding wirklich so OP, wie es sich anfühlt oder nicht. Alles Weitere bzw. das Ergebnis dazu gibt es in diesem Video und vielleicht auch die eine oder andere kleine Grundsatzdiskussion zu solchen Waffen. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, wir starten mal mit Pro und Contra zu diesem Teil. Also, auf der Habenseite steht natürlich, das Ding one-shottet Leute, sofern ihr auf den Oberkörper bzw. in den Kopf sowieso trefft. Beine und Arme machen nicht ganz so viel Schaden und ja, das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Plus, ihr könnt Fahrzeuge anhitten bzw. von der Reparatur zumindest abhalten. Das war es meiner Meinung nach auch zur Habenseite, weil alles Negative ist. Wir haben eine absolut niedrige Feuerrate. Es ist ein MMG-Typ, das heißt, ihr müsst das Zweibein aufstellen und seid damit vom Movement natürlich krass eingeschränkt. Sehr langsam im Reagieren, könnt ihr einfach weggeholt werden und seid da einfach vom ganzen Movement und auch Unterstützung fürs Team da wirklich sehr, sehr eingeschränkt im Aktionsradius. Müsst sehr viel vorausplanen, wo könnten Gegner kommen, um euch da gut zu positionieren, weil ansonsten werdet ihr entweder nur mit dem Revolver rumlaufen oder halt ganz einfach weggeholt werden. Nichtsdestotrotz wollen wir zusammen mal einen Blick auf die Spezialisierungen werfen. Also ein Rückstoßdämpfer bei einer 26er Feuerrate macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also das könnt ihr gleich mal vergessen. Ihr packt, wenn, den schnelleren Waffenwechsel um 15% ein. Dann könnt ihr nämlich mal schneller auf den Revolver oder eine Pistole switchen. Danach das reduzierte Mündungsfeuer, ganz einfach, weil wir den linken Pfad brauchen. Und eine Anpassung der Justierung für Schüsse auf große Entfernung. Ja, also wenn ihr am Eck der Karte rumschimmeln wollt, dann braucht ihr das vielleicht. Ich würde auf jeden Fall den linken Weg nehmen und zwar für das schnellere Durchschalten, dass wir wenigstens ein bisschen die Feuerrate erhöht bekommen. Und im letzten Baum würde ich mich auch gegen die APCR-Kugeln, die sind besser gegen Fahrzeuge bzw. panzerbrechende Fahrzeuge, sondern für die Hochgeschwindigkeitskugeln entscheiden, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ein Fahrzeug down bringen werdet ihr mit dem Teil sowieso nicht. Ich habe das Ganze jetzt mal für euch simuliert, was man ungefähr an Schaden erwarten kann, wenn man hier gegen einen Panzer antritt. Also der geht jetzt in dem Setup von, ich sag mal, 8 bis 12 ungefähr, könnt ihr dem Fahrzeug geben und das taugt vielleicht, um den Panzer ein bisschen abzulenken, bis sich da eure Squad-Kameraden, Sturmsoldaten hingesneakt haben und Dynamit draufpacken oder mit der Panzerfaust drauf feuern. Einen zweiten Grund, den man, oder eine zweite Möglichkeit, die man natürlich hat, also ihr könnt auch durch diesen vermeintlich geringeren Schaden trotzdem die Reparatur des Panzers unterbrechen. Also beispielsweise der Panzer ist jetzt mit unserem Panzer im Gunfight, könnt ihr die Panzerbüchse trotzdem oder mit der Panzerbüchse trotzdem unterstützen, indem ihr den einfach anhittet, damit die Reparatur durch einen Supporter oder die Selbstreparatur ganz einfach unterbrochen wird. Ja, und der Schaden, der variiert ein bisschen von der Entfernung, aber jetzt nicht schlimm. Also wie ihr gesehen habt, man macht ungefähr einen, ja, fast immer den gleichen Schaden. Und wenn eure Mates davor gearbeitet haben, dann schafft ihr es sogar mal, so ein Fahrzeug per Zufall down zu bekommen. Ja, auch Collaterals sind natürlich drin mit der Waffe, aber wie gesagt, ihr liegt halt einfach irgendwo drin und hier bin ich auch aus dem Trupp ausgeschlossen worden. Muss ich sagen, völlig berechtigterweise, Spaß beiseite, Panzerbüchsen werden nicht unterstützt. Naja Leute, also war nicht ganz einfach für mich. Ich habe mich, bin ich ganz ehrlich, sehr viel auch aufgeregt und geärgert in den Runden, um da irgendwas Brauchbares zusammenzustellen für euch.
Für mich wandert das Teil definitiv wieder in den Waffenschrank. Ihr könnt mich aber gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, wer von euch das Teil spielt, beziehungsweise ja, da nichts, braucht ihr keine Sorge haben. Also von mir werdet ihr da nicht tot geflamed, weil, um jetzt vielleicht abschließend auch nochmal ein Fazit zu ziehen, natürlich one-hittet das Teil, ja. Aber mit den ganzen Nachteilen, was jetzt Movement betrifft, was Distanzen, weil das Teil hat auch einen ordentlichen Kugelabfall auf Entfernung, die Kugelgeschwindigkeit an sich ist nicht sonderlich hoch. Also das Ding ist in jedem Fall nicht OP, es ist im Spiel, also darf es auch benutzt werden. Für mich definitiv nicht, aber lasst mich gerne wissen, ob ihr das Ding einsetzt, beziehungsweise was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt noch mit ein bisschen Gameplay zur Panzerbüchse. Das, weil recht viel mehr werdet ihr, wie gesagt, zu der Waffe nicht von mir sehen. Ballert gerne einen Daumen nach oben da, packt mir euer Feedback in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein, macht euch noch ein schönes Restwochenende und bis dann, euer E-Team. Thank you.